Alter. Kronkorken, nimm mal mit. Brauchen wir nicht. Komm, die Militäruniform können wir mitnehmen. Achso, du hast. Versuch 50% mehr Schaden gegen Roboters. Eingesteckt. Plasma-Kartuschen nehmen wir auch mit, auch wenn wir sie eigentlich schon nie benutzt haben. Also, komm her. Aufgepasst. Hoffentlich. Hilfsmittel, diverses Schrot. Raus damit. Drück mal alles dem Mädel in die Hand. Darfst du tragen, ist ja schon groß. Selbstbeteiligung, nicht Selbstbeteiligung, Gleichberechtigung und sowas, weißt du Bescheid. Es ist das wert. Ich will wieder Nick. Den war zumindest ein bisschen Verlass. Und wieder Medizin. Okay. Was haben wir hier noch? Spiegel? Hier ein Spiegel ist ja oft was. Medizin ist versteckt. Ah! Da hat aber einer ein ordentliches Ei gelegt, würde ich sagen. Was hier das? Chips, Schnaps, Steaks. Wollen wir alles nicht. Was ist das denn? Ach, Bonbons. Willst du den Müll etwa mitschleppen? Möchte ich. Das hätte ich nicht eingepackt. So. Hier gibt's. Achso, ja, Finanzbezirk. Wieder hinaus in die weite Welt. Und da müssen wir versuchen, jetzt da hinzukommen, wo wir eigentlich hinwollen. Denn dieses Diner war nicht unser Ziel. Aber diese zerfallenen und doch sehr beschädigten Stadt ist das mit der Orientierung manchmal gar nicht so einfach. Deswegen. Aber wir könnten, vielleicht müssten wir unten mehr unseren Radar nutzen. Und es war immer noch nicht mal da, wo wir eigentlich eben drin waren. Ich bin schon wieder geballert, wir gehen jetzt einfach zurück. So. Und jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung, das heißt hier dann vielleicht. So, und jetzt. Scheiße, was war das? Vermutlich da oben, dann müssen wir doch vielleicht hier hoch. Überall hören wir in der Ferne Schüsse. Hallo. Ja. Hör auf mich zu schießen. Schurke! Sind doch manche so hartnäckig? Sind manche nicht. Und ganz ehrlich, was ist mit der Tante los? Uah, Hilfe! So ein Kampfgewehr, nee, haben wir schon genug. Knappes. Was? Schon Gewehr. Hier ist so ein. Eine kleine Penner-Ecke, auch nett. Ach ja. Jetzt bist du wieder da, weißt du? Wenn man sich auf die verlässt, ist man verlassen. Hier geht's auf jeden Fall runter auf die Straße. Wollen wir erstmal nicht hin. Liegt es an mir? Oder ist das einfach zu leicht? Da will ich rein. Wir finden irgendwie keinen Weg.
Vielleicht hier rechts rum jetzt? Hier waren wir doch schon. Good neighbor. Finden wir die jetzt da drinne? Scheinbar. Zumindest ist hier das Türsymbol. Es lässt erahnen, dass wir dort hinein müssen. Hier haben wir wieder unseren Fernsehsessel, der vor Gequatsche schützt. So, gucken, ob jetzt hier die. Ich hoffe, wir finden jetzt hier die Ärzte. Wieso sag ich eigentlich über die Ärzte? Hey, warte! Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Lass mich in Ruhe, sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Wie war das? Dieses Armselig hat irgendwie alles übertönt. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. So musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Ja, ja, alles prima. Cool, nein? Du hast ihn getötet. Deine Augen funktionieren schon mal. Ich glaube, du wirst gut hierher passen. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Ja, ja, Hancock, warst du nicht der Superheld aus dem Film? Nein? Ja. Gut, so kann man auch mit seiner Konkurrenz umgehen. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Ja, ja. Wird sich in die Ecke gedrängt. Hm? 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 Nasenbär. Hallo. Oh, neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Ja, ja. Mach mal. Ich darf hier wieder nicht klauen. Gehört ja alles wieder nicht mir. Ah. Aber ehrlich gesagt ist hier auch nichts, was es sich lohnen würde. So, schnell speichern. Und dann... Nee, Jet brauchen wir nicht. Drogen, Finger weg von Drogen, lassen wir liegen. Lassen wir auch alles liegen. Brauchen wir das nicht. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich denen nicht ab. Och. Wow, das nenne ich mal Rüstung. Sieh dir nur mal diese Hydraulik an. Ja, ja. Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Hallo. Hallo. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen. Hallo. Hey, Cleo. Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Zeig mal, was du so hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Was haben wir denn an Waffen? Impro. Dung, 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 dung. Ne Minigun, davon haben wir schon welche. Was bist du? Nee, brauch nicht. Superhammer? Brauchen wir eigentlich auch nicht. Brauchen wir nicht. Was bist du denn?
Kettenklinge. Wollen wir das haben? Ich glaube schon. Maximale Kapazität, gleich Sturmgewehr. Nö. Sind ja schon ganz nette Sachen hier dabei. Was bist du denn? Plasmakanone? Kleidung? Nee, diverses Powerrüstungsgestell? Nee, haben wir eigentlich auch genug. Schrott, Bleikupfer, Öl. Nee. Munition. Nee, abbrechen. Okay. Sehr schön. Können wir hier unsere Power-Armor-Station? Netter Pip-Boy, Bruder. Pass gut auf den auf. Ja, ja, ja. Hoffentlich baust du was Gutes. Gut, wir können hier nichts reparieren. Schade, wir haben nämlich nicht genug Schrott wahrscheinlich dabei. Schlüpfen doch direkt wieder rein. Gehen nochmal kurz in den ersten Stock. Gucken, was wir da finden. Ich hoffe, du kaufst. Ich hab schon gerade gekauft, falls du es nicht mitbekommen hast. Oh, ein Band. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge. Wir werden euch finden. Ja, wir versuchen es mal. Ist ja gerade keiner hier? Bin durch. Yay. Notfallplan. Daisy, Hancock, Nachbarschaftswache. Laserbeschuss aus großer Entfernung. Sie steht mir zu nahe, als dass ein direkter Angriff keinen Verdacht erregen würde. Zuerst die Leibwächterin töten, im Schlaf erdrosseln, dann sämtliche Gems im Old State House vergiften. Kollateralschäden möglich. Verluste wären aber ohne große Auswirkungen auf das Geschäft. Ah, okay. Siehst du die? Ja. Keine Ahnung. Wenn du durch das Tor trittst, zeigt das, dass du Eier in der Hose hast. Sag mir, wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Lagerhaus. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir angeeignet habe. Tür. Hey, du. Hä? Suchst du Arbeit? Nein. Was für eine Art von Arbeit? Gute Arbeit. Unter der Aufsicht der besten Chefin, die du je haben wirst. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ach, für 50? Da ist noch mehr drin. Glaub mir. Später bekommst du noch deutlich mehr. Nimm einfach die 50 Kronkorken. Bin dabei. Okay. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. Ich wollte doch eigentlich nur zu der Ärztin. Zu dem Arzt, Ärztin, keine Ahnung, was es denn jetzt ist. An die Arbeit zu gehen. Sagst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute. Holen uns ein paar Sachen, die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Wenn du willst, dass ich für dich arbeite, dann brauche ich mehr als das. Ich sag dir, was du wissen musst, wenn es soweit ist. Im Moment musst du nur wissen,
dass ich dir eine Aufgabe geben werde, die du erfüllen wirst. Du wirst ein bisschen graben. Ich bin dein Mann. Komm. Niemand mag einen Arschkriecher. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Dürfen wir das mitnehmen? Ich komm gleich. Ich muss nur mal kurz was nachschauen. Keine Panik. So. Sind wir jetzt hier Minecraft spielen oder was? Bobs Terminal. Ach. Leck mich doch. Nein, weg damit. Zu schwer. Was? Wir können scheinbar hier nichts tun. Er lässt uns es nicht machen. Ich muss das Terminal finden. Das Terminal steht da. Aber keine Ahnung, er wollte sich nicht dran stellen. Und wir hatten ja schon mal das Problem, dass wir dann da gar nicht mehr rauskommen. Deswegen möchte ich es jetzt nicht weiter versuchen. Wir gehen runter und graben einfach mal. Zement. Auf was wartest du noch? Ja, ich hasse. Fang an zu graben. Sofort. Wo denn überhaupt? Ah, hier. Gibst du das Gefühl, dass wir uns in eine Bank vielleicht reingraben? Ich weiß es nicht. Sie hat eine Andeutung gemacht, dass die Sachen rein technisch gesehen noch nicht uns sind. Ich bin gespannt. Hallo? Ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meierlöts. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Ach, nicht die schon wieder. Neuer. Wow, da drüben! Auf sie! Drecksviecher, ich kann sie nicht leiden. Komm gerade erst in Fahrt. Sprich mit Bobby, vernichte die Miraculis. Haben wir schon vernichtet. Sehr schön. Irgendwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Haben wir irgendwas übersehen eben? Ne, Miraculi gleich. Okay, hier gibt's jetzt... Hier ist jetzt bis jetzt nichts, was mich überzeugen würde. Dass ich das denn gelohnt hätte. Na gut. Dann gehen wir zurück zu Bobby.